Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Heute an einem etwas regnerischen Tag. Schauen wir mal. Königin der Soßen ist neue Wiederholung. Wahrsager. Extra Glück. Sehr schön. Und. Ah, Windböen ganzen Tag. Nicht schlimm. So, Eisen ist jetzt fertig, würde ich sagen. Können wir erstmal einlagern. Mache ich jetzt erstmal vorübergehend hier. So, dann streichen wir erstmal unsere Kühe und alles. Und dann können wir eigentlich auch schon beginnen. Wenn ich unsere Ernte so ansehe, das wird auf jeden Fall ein Festmahl. Also da wird einiges geben, was wir verkaufen können. So. Ja, ich will doch bloß an das Ei. Sehr gut. Und wir gehen nochmal zu unseren Kühen. Die haben uns natürlich zum Glück immer noch lieb. Werden wir gleich mal zweimal neue Milch holen. Ah, nur einmal neue Milch holen. Schade, das andere wird dann das nächste Mal. So, ich wollte mal kurz gucken. Was ist denn jetzt eigentlich... Ach, der Bärengrupp ist immer noch. Aha. Ja, also genau wo es steckt, weiß er auch nicht. Den werden wir noch finden. So... Dann würde ich sagen, gehen wir erst einmal das Zeug jetzt erstmal verkaufen. Mein Eisenerz kommt jetzt erstmal wieder hier rein. Wirklich so voll? Da können wir jetzt erstmal die zwei Sachen nochmal im Gemeinschaftszentrum abgeben. Und ich wollte ja noch, fällt mir gerade ein, ein paar Sachen, da kriege ich hier meine Kiste auch wieder leerer. Bei Gunther nochmal was abgeben. Und zwar nicht das. Ich glaube, es war drüben gewesen. Das hier und die Schriftrolle. So, da müssen wir zum Glück nicht weit laufen. Aber wir müssen sowieso zum Gemeinschaftszentrum. Also, grob wie gesprungen quasi. Und ich würde mir, wie gesagt, gerne mal noch ein bisschen was an Kühen kaufen. Schon alleine wegen der Käseproduktion. Die gibt ja gutes Gold im Endeffekt. Ne, hier wollte ich schon. Doch, hier wollte ich hin. Und zwar hier drüben. Ist es zwar noch nicht komplett vollständig, aber es ist als nichts. Wir brauchen sowieso Käse, sehe ich gerade. Honig können wir gebrauchen. Kirschen, Granatapfel, normale Äpfel, Aprikose, Orange. Oh, ich gebe es ja ungern ab. 6 Stück brauchen wir davon. Na gut, da schauen wir mal. Fehlen quasi nur noch die anderen 2 Dinger. Dann haben wir das auch fertig. So, jetzt gehen wir erstmal zu Gunther. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Mine. Brombeeren, ihr wisst, man kann sie brauchen. Immerhin haben wir ja heute wieder etwas extra Glück. Oh, sogar eine goldene Brombeere. Ach, hier ist die Tafel. Ich mache eine Werbeaktion nur mal so zum Spaß, wenn jemand... In einer Woche 1000 Stück Ressourcen.
Text sammeln kann. Was? 1000 Ressourcen Text? Wird er eine bestimmte Belohnung erhalten? Guten Tag, für eine bevorstehende Werbeaktion erwäge ich hochwertiges Gemüse zu einem leichten Aufpreis anzubieten. Weißt du, wo ein sparsamer Ladenbesitzer 25 Goldsterngemüse findet? Text sammeln. Okay. So, wir gehen erstmal zu Gunther. Aber ich weiß jetzt zumindest schon mal, wo die Werbetafel steht. Yeah! Was haben wir denn jetzt für einen Erfolg freigeschalten? Fundgrube. Spende dem Museum 40 Gegenstände. Sehr schön. 40 Gegenstände haben wir schon gespendet. Alter Falter. Achso, wir konnten ja Belohnung abholen. Ganz vergessen. Oh, eine Sammlervogelscheuche und zwergische Übersetzungsleitfaden. Bringt die zwergisch bei. Cool. Ich weiß nämlich, wo so ein Zwerg ist. Das ist ja geil. Die bringe ich jetzt erstmal nach Hause, die Dings. Und dann gehen wir... Ey, das ist ja geil, dass das mit der Zwergensprache jetzt so gut klappt. Bin ich jetzt begeistert. Gut, da gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und gehen jetzt direkt in die Mine. Das können wir ja direkt von hier aus machen. Gehen wir erstmal wieder. Wir gucken mal, ob wir vielleicht ein paar Erdkristalle kriegen. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ah, hier wird man nichts finden. Glaube ich zumindest nicht. Aber können ja mal gucken, was hier unten so ist. Ah, leider nichts. Leider nichts. Okay, dann gehen wir erstmal eins weiter. Die Kühe holen wir dann auch noch, aber jetzt will ich erstmal hier ein bisschen meinen Spaß haben in der Mine. Yeah! Erdkristall! Geil! Auf jeden Fall gut aufheben. Haben wir noch ein paar von den Erdwürmern? Nö, schade. Ey, geil. Gleich der erste Erdwurm. So einen schönen Kristall. Na, keiner da. Gucken wir mal weiter. Und noch ein Erdkristall. Mega. Also die heben auf jeden Fall auf. Extrem wichtig. Damit machen wir unsere Mayonnaise. Da werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Weil die Hühner, die haben wir ja im Endeffekt. Uns fehlt es ja wirklich an der Mayonnaise. Ich guck mal weiter. Moment, hier haben wir noch was. Ah, leider nichts, nichts, nichts. Na gut. Gehen wir mal noch ein zweiter runter.
Ey, wie geil ist das denn? Noch ein Erdkristall. Also, ich weiß gar nicht, wie viel braucht man pro Herstellung jetzt. Ein Erdkristall. Und Kupferborn. Haben wir alles da und nur wenig Holz. Da könnten wir jetzt allein mit den Teilen schon mal dreimal herstellen. Ich sammle noch einen einzigen. Wenn das klappt. Ja, aber hätte klappen können. Komm. Da können wir schon mal dann vier Teile herstellen. Das wäre schon mega. Aber hier ist nichts weiter dabei. Na gut, da gehen wir erstmal noch eins runter. Was hier hinten? Nee, hinten ist auch nicht. Gut. Hier könnten wir immer noch Glück haben. Ha, hier ist es. Mega, was willst du eigentlich mehr? Vier reichen mir jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder ganz runter. Versuchen, so weit wie möglich nach unten zu gehen. Bloß merken, die sterben. Das wäre ganz cool. Rubin. Kohle mit dabei, sehr schön. Das war nicht nett. Nicht nett. Na, wieder ein Tobas. Und noch ein Rubin. Den nehmen wir natürlich mit. Wenn wir das schon so geschenkt kriegen, nehmen wir das auch mit. So. Okay, wir sind schon auf einem guten Weg nach unten. Hier sieht es schon echt schlimm aus, ne? So tief, wie wir jetzt in dem Berg drinne sind. Kriegen schon zum Teil so gut wie gar nichts mehr raus, ja? Was können wir wegschmeißen? Das hier. Gehen wir gleich. Wunderbar. Da können wir hier ein paar Eier mal essen. Ich will ja nicht drauf gehen. Sehr schön. Ja, okay. Also, sie muss sich echt höllisch konzentrieren. Na komm raus. Schleim nehme ich irgendwie zum Glück immer mit. Kann kommen, was wolle. So, Gold. Ja, sieht halt nicht mehr gut aus, ne?
Smaragd. Ja, ich weiß, da hätten wir Köder herstellen können, aber ist mir jetzt egal. Wir müssen hier Prioritäten setzen. Wir gehen jetzt erstmal noch ein Stück weiter runter. Ich muss einfach wissen, wie weit das hier geht. So. Ah, hier haben wir wieder Kohle. Geh raus aus mir. Sehr gut. Viel Gold. Wegware. Ein Gespenst. Mit einem Eierkopf. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir hier weiter vorangehen. Vielleicht finden wir jetzt die Leiter, um noch ein Stück, ja, nach unten zu kommen. Eins fehlt uns noch, dann können wir in die 120. Etage. Was ist denn das? Was? Das Gesicht ist unbedeckt. Yeah! Ha! Geil! Das ist ein Helm. Gefällt mir. Vor allem mit der Brille. Das passt sowas von wunderbar. Cool, wir kommen in die 120. So, jetzt müssen wir mal uns entscheiden, was wir hier noch wegwerfen wollen. Bisschen Holz muss weg. Du hast den Gegenstand Schädelschlüssel gefunden. Du weißt nicht, wofür er da ist, aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde in deiner Geldbörse hinzugefügt. Das Wichtige ist, Geldbörse kann nicht verloren gehen. Und wir haben die letzte Etage erreicht, die 120. Und somit müssen wir bloß noch herausfinden, wozu der gut ist. Ja, und das werden wir wahrscheinlich dann im Winter, denke ich mal. Weil ich glaube, der war drüben bei diesen Steinminen. Ach, wir kommen schon zum Zwerg. Regen, er ist schon fast Mythos für uns. Einige von uns Zwergen erleben ihn vor ihr ganzes Leben lang. Oh, wir können bei den Gegenständen kaufen. Kirschbomben für 300 Gold. Und eine Sammlervogelscheuche. Steinhaufen. Verwitterter Boden. Nein, ich brauche so einen Steinboden. Das wäre ganz cool. Megabombe. Deswegen kann ich bei denen jetzt auch einkaufen. Lebenselixier. Mega. Das freut mich wirklich. Also, dass wir das durch dieses Museum kriegen, das wusste ich bisher gar nicht. So, da gehen wir jetzt erstmal hier raus. Bushaltestelle. So, und jetzt muss ich mal gucken. Wir brauchen... Ich glaube, das können wir erst morgen herstellen. Aber ich werde es auf jeden Fall erstmal einlagern. Ganz, ganz wichtig. So, Gold haben wir auf jeden Fall mehr als genug. So, dann würde ich sagen, das verschieben wir erstmal auf die nächste Folge. Da bauen wir die ersten Mayonnaise-Teile. Wieder etwas, womit wir auf jeden Fall enorm viel Gold machen werden. Lass mal die Katze mal streicheln, die Arme. Die kriegt ja gar nichts von uns mit. Immer viel unterwegs. Level up! Neues Herstellungsrezept ist die Schleimeierpresse. Und wir können jetzt auch Knoblauchöl herstellen. Aha.
Wir haben zusätzlich für das neue Kampf, für die neue Kampfstufe 5 LP gekriegt, Lebenspunkte. Und haben 491 durch den Kaiser verdient. Sehr schön. So. Wie es hier dann weitergeht, seid auf jeden Fall gespannt. Wir haben wieder einiges zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.